40 Jahre euregionale Zusammenarbeit wird hier heute in Mönchengladbach gefeiert. Doch was hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in all den Jahren für die Provinz Limburg und den Niederrhein nun eigentlich gebracht? Da ist heel veel geld vertemmerd. Es wurde bis heute sehr viel Geld links und rechts der Landesgrenze investiert. Die Euregio ist eine starke Institution, die die vielen Nachbargemeinden miteinander ins Gespräch bringt. Ein Projekt ist oft der Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit. Man hält dadurch den Kontakt und die Beziehungen festigen sich. Denn solange man sich nicht kennt, tut man nichts. In einem unserer Projekte wurden im deutschen und niederländischen Gebiet Gemeinweg Brandschneisen realisiert. Sollte also jemals Feuer in diesem Naturpark ausbrechen, dann kann es heute viel besser durch die Brandschneisen unter Kontrolle gebracht werden. Eine tolle Sache, die mit euregionalen Mitteln entstehen konnte. Die Zusammenarbeit ist also nützlich? Auf jeden Fall. Wir leben grenznah. Es sind unsere Nachbarn und mit Nachbarn muss man zusammenhalten. Es gibt eine Menge Hindernisse für Menschen, die auf der anderen Grenzseite arbeiten oder dort Rente beziehen. Die Politik redet bereits Jahrzehnte darüber. Da fragt man sich, was man in den nächsten 40 Jahren erreichen will. Dann muss nicht weiter nur geredet, sondern gehandelt werden. Das ist auch hier einer der wichtigen Punkte, die hier heute eine Rolle spielen. Alle Stände stehen hier hübsch nebeneinander. Es muss allerdings mehr in Aktion getreten werden. Ist dies nun die euregionale Zusammenarbeit? Die meisten Projekte sind wirklich gut koordiniert, aber das hier ist zu kurzfristig und unzureichend vorbereitet. Wir werden schnell was tun. Sie wurden hiermit also überfallen? Ja, man hat mich damit komplett überfallen und mich hier direkt in einen Overwall gesteckt. Wie ist das hier zusammenzuarbeiten? Also das Ergebnis zählt. Wenn das etwas unkoordiniert läuft, finde ich das gar nicht so schlimm. Spontanität ist auch immer gut. Ich habe einmal die Woche eine Sitzung auf Deutsch. Da kann man sagen, dass die Kontakte wirklich intensiv sind. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Das geht, ja. Das ist natürlich ein bisschen mittelbar. Es ist halt Schuldeutsch. Das größte Problem heutzutage ist ja, dass es inzwischen mehr Deutsche gibt, die Niederländisch sprechen, als Niederländer, die Deutsch können. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg hier in diesem deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Die Menschen sind sicherlich schon seit mehr als 40 Jahren unterwegs, beidseits der Grenze, aber über die Euregio können wir, glaube ich, viel Hilfestellung leisten in praktischen Fragen von Studium, Beruf und so weiter. Und es wird, finde ich, immer mehr zur Normalität, dass man eben auch über die Grenze hinweg zusammenarbeitet. Gibt es noch Grenze? In manchen Köpfen gibt es sicherlich noch Grenzen. Ich habe mich immer schon gefragt, wozu diese Grenzen eigentlich gut sind. Vielleicht setzen wir gleich mal in schwarz eine drunter. Na?